Liebe Zuschauer von VolksTV, schönen guten Tag, herzlich willkommen. Es ist Wochenende. Schön, dass Sie eingeschaltet haben hier zu unserer interaktiven Sendung namens Interaktiv. Tolle Gäste habe ich heute am Telefon, unter anderem der Peter Hubert von UKW. Wir spulen zurück in die 80er Jahre, vielleicht können Sie sich ja noch erinnern. Ich bin ja so verschossen in deine Sommersprossen. Wir machen ein bisschen neue deutsche Welle, warum nicht, ist auch deutsche Musik. Wir haben Jürgen Milski, die Partykanone von Mallorca am Telefon, Nico Schwanz, die Schlagersängerin Tina Hertel und. Wir haben Ich habe es Ihnen eben schon angekündigt. Jürgen Milski habe ich jetzt am Telefon. Glück, dass wir den noch erreicht haben, denn der turnt gerade auf dem Flughafen rum, eigentlich seine zweite Heimat, denn der Mann ist viel unterwegs, liebe Zuschauer, liebe Zuschauerinnen. Wenn wir darüber sprechen, Party zu verbreiten, gute Laune zu verbreiten, dann ist Jürgen Milski ganz weit vorne. Und ich sage hallo und herzlich willkommen, lieber Jürgen. Ach, du alte Hütte. Ja, du alte hallo. Hütte. Wo treibst du dich wieder rum, an welchem Flughafen dieser Welt? Ich bin jetzt gerade am Münchner Flughafen. Oh, okay. Und flieg jetzt nach Köln, mal nach Hause. Ach. Damit ich mal eine Nacht in meinem eigenen Bett schlafen kann. Ach so, aber das findest du noch, dein eigenes Bett, oder? Ja. Ist schon fast ungewohnt. Ich dachte eigentlich, du wärst auf dem Weg nach Malle. Nee, Malle, die Saison fängt erst am 25. April an. Okay. Und deswegen bin ich da jetzt noch nicht. Aber genau. Wenn Saison anfängt, dann bist du ja wirklich, das ist ja ein Hin- und Her-Gejette. Ich habe das mal mitbekommen bei dir. Wie oft in der Woche bist du dann und wo zu sehen? Also es ist unterschiedlich. Manchmal bin ich zweimal die Woche unten, manchmal nur einmal die Woche. Und viele denken immer, oh, der Jürgen hat ein tolles Leben, der ist auf Mallorca, weil er ja da auftritt. Aber das ist eben gar nicht so. Ich fliege mit der letzten Maschine abends nach Mallorca, habe dann nachts meinen Auftritt und fliege mit der ersten wieder zurück. Das ist mehr oder weniger nichts mit Holiday, sondern das ist wirklich Arbeit und Stress. Das heißt, du machst da gar nicht noch, hängst da zwei Tage ran und legst den Kadaver noch mal ein bisschen in die Sonne irgendwie, sondern ratzefatze. Da habe ich leider nur sehr selten Zeit zu. Das mache ich bestimmt schon mal. Ein Freund von mir hat ein Boot da unten und dann trifft man sich schon mal ab. Aber in der Regel ziehe ich eigentlich am nächsten Morgen immer wieder direkt zurück. Und dann schon wieder die nächsten Jobs auf mich warten. Du weißt ja selber, wie das ist. Ja. Weil du dann irgendwo in Deutschland dann wieder Auftritte hast. Du machst das ja nun schon jahrelang, dieses straffe Programm. Ich meine, wir kennen uns schon sehr, sehr lange. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich ziehe den Hut davor, dass du das wirklich mit dieser großen Selbstdisziplin durchziehst. Und da auch wirklich. In meinem hohen Alter hat es vergessen. Das hast du jetzt gesagt. Da gehört ja auch ein bisschen Fitness dazu, ne? Also neulich habe ich dich ja im Fitnessstudio erwischt. Irgendwie, wie hältst du dich fit? Was machst du, damit du dieses straffe Programm überhaupt durchhältst? Also da muss man schon wirklich sehr diszipliniert sein. Ich ernähre mich gesund, treibe, wie gesagt, sehr viel Sport und bin absolut, ja, wirklich sehr, sehr diszipliniert. Wo wir grad, schafft man das auch, glaube ich. Nee, ne? Nee, das glaube ich auch. Sag mal, wo wir gerade über Mallorca geredet haben. Ich war jetzt länger nicht mehr da, leider letztes Jahr nicht. Wir schauen mal, wie es dieses Jahr wird. Nun gibt es ja da am Ballermann dieses neue Reglement, nicht mehr trinken am Strand und dies und das und jenes. Da wird ja auch der Spaß so ein bisschen verboten. Merkt man das? Also letztes Jahr, man merkt es am Strand, dass da halt nicht mehr getrunken wird und dass da wirklich Strafen gezahlt werden müssen, wenn man da mit einem Büchse Bier erwischt wird. Ja. Man will halt diesen Assi-Tourismus, glaube ich, ein bisschen unterbinden. Und das Ganze verlagert sich jetzt eigentlich aber nur ein paar Meter weiter, weil da wieder Luch Major anfängt, also in Arenal, direkt am Ballermann 6, darf man nicht mehr trinken, aber wenn man links weiter hochgeht, dann ist ein großes Stück Strand und dieses Stück Strand, kurioserweise, gehört das zu Luch Major und in Luch Major gelten wieder andere Gesetze. Okay. Und jetzt spielt sich alles da ab. Gut, also da wissen die, die am Strand auch mal eine Büchse Bier trinken wollen, Bescheid, wo sie hinzugehen haben. Wo muss man denn hingehen, Jürgen, wenn wir dich jetzt in der nächsten Saison, die dann Ende April eröffnet wird, auf Mallorca sehen wollen? Wo bist du da? Genau, wie gesagt, das Wochenende am 25. April ist halt das Opening im Oberbayern und Bierkönig. Genau. Und das sind auch die zwei Locations, wo ich halt auftrete, wo man also wenn mal einer da ist und der möchte gerne einen Auftritt von mir sehen, dann kann er auch gerne auf meine Internetseite gehen, www.der-jürgen.de, und da steht dann immer alles, wo ich gerade bin. Genau, du bist ja auch auf Facebook sehr aktiv, Internetseite haben wir im Übrigen eingeblendet. Auf Facebook, das ist der Jürgen übrigens auch selber, du antwortest auch, wenn man dich dort anschreibt, wenn man dort Fragen hat. Was passiert bei dir als nächstes? Wann kommt was nächstes raus? Worauf können wir uns freuen, Jürgen?
Also neuer Song ist schon fertig. Der heißt Magdalena. Da hat mich auch jetzt vorgestern der ZDF Fernsehgarten wieder eingeladen. Den Song werde ich da im Sommer auch in der Mallorca-Sendung präsentieren. Und ja, kurzfristig jetzt, also ich fliege jetzt nach Köln. Dann morgen fahre ich nach Bremen. Da unterstütze ich so eine Benefit-Aktion im Swiss Hotel in Bremen. Dann geht's zurück, dann fliege ich wieder nach München, bin die ganze Woche in München. Ich arbeite ja noch bei Sport 1 und moderiere das Sportquiz täglich. Und ja, so geht's halt immer weiter. Schönen Gruß von einer dir nicht unbekannten Dame namens Huf soll ich dir bestellen. Alexa? Ja. Ja? Ja, natürlich. Wo ist die denn gerade? Dazu später mehr. Die sitzt in der Regie. Auf jeden Fall einen schönen Gruß zurück. Ja, das ist angekommen. Sie sieht dich ja gerade. Liebe Zuschauer, Sie merken schon, das ist ja alles eine große, kleine Familie. Und das ist eigentlich auch so, wie ich finde, das Schöne an unserem Job, so dass man sich untereinander kennt, dass man sich untereinander unterstützt, dass man auch mal miteinander feiert, wenn man sich sieht irgendwie. Und ich darf ganz ehrlich sagen, ich kenne den Jürgen jetzt, wie lange? 10 Jahre? Ja, bestimmt länger als 10 Jahre. Ja. Und Jürgen ist so einer, der weiß ganz genau, was er macht. Jürgen ist für mich so ein Self-Made-Man. Das sage ich jetzt nicht, Jürgen, um dir irgendwo Honig um Bart zu schmieren oder dir hinten reinzukriechen, sondern das meine ich wirklich so. Jürgen arbeitet hart und hat mit Recht das verdient, was er gerade genießen darf, nämlich seinen Erfolg. Dafür ziehe ich meinen Hut, lieber Jürgen. Ja, sehr gerne. Du weißt, was du machst, du weißt, wie du es machst. Ich hoffe, wir beide sehen uns bald mal wieder persönlich wieder. In Bremen schaffe ich es leider nicht, weil ich jetzt gerade woanders hier bin, wie du ja gerade siehst bzw. hörst. Aber ich hoffe, wir laufen uns demnächst mal wieder über den Weg oder hören uns am Telefon. Sehr, sehr gerne. Mit dir immer, Martin. Mein lieber Jürgen, flieg vorsichtig, ne? Wenn ich selber fliegen würde, würde das in der Katastrophe enden. Das finde ich nicht selber. Natürlich gut, alles klar. Okay. Ich wünsche euch noch weiterhin viel Erfolg. Danke dir. Und ja, bleibt gesund und munter. Du auch, mein Lieber. Danke dir fürs Telefonat. Wir hören uns. Gerne. Alles klar. Jürgen, hau rein. Tschüss. Und jetzt, liebe Zuschauer, liebe Zuschauerinnen, switchen wir ein bisschen in die Schlagerrichtung und ich darf am Telefon begrüßen die Tina Hertel. Schönen guten Tag. Hallo Tina. Ja, hallo Martin. Schönen guten Tag. Da sehen wir dich auch im Bild mit einem wunderschönen Cover, was ich mir mal eben gezupft habe aus dem Internet. Es ist noch nicht zu spät. Ist das deine aktuelle gerade? Es ist noch nicht zu spät. Ist meine erste Single gewesen vom letzten Jahr. Super. Schönes Cover, wie ich finde. Dankeschön. Verträumt. Wo lehnst du da dran? Ist das ein Baum? Oder was? Ja, das ist ein Baum, genau, das waren Außenaufnahmen. Sieht so ein bisschen herbstlich aus, das Ganze. Ja, das stimmt. Ja, die Sonne golden geht so gerade unter. Tina, schön, dass du die Zeit gefunden hast, hier am Telefon bei uns bei VolksTV mit dabei zu sein. Beim Interview freue ich mich sehr darüber. Tina, wie lange machst du schon Musik? Erzähl uns ein bisschen was über dich. Ja, erstmal danke für die Einladung. Sehr gerne, ich bin immer glücklich. Schön, dass ich dabei sein darf heute, ich freue mich. Ja, ich mache schon relativ lange Musik. Also die Musik hat mich eigentlich schon in meiner Kindheit immer begleitet. Und und es kam jetzt im letzten Jahr dann so, dass ich bei einem Schlagercasting teilgenommen habe und jetzt eben auch mich auf den Schlager festgelegt habe, möchte ich okay. sagen. Okay, also du warst vorher, hast du so ein bisschen geswitcht unter den Stilistiken und warst dir noch nicht so sicher oder... Naja, also der Schlager hat mich schon immer begleitet. Ich komme ursprünglich aus Lübeck und da habe ich auch schon bei ganz, ganz vielen Schlagershows mitwirken können. Ja. Aber ich habe auch Musicals gesungen früher. Oh, okay. Ich singe wahnsinnig gerne auch Chansons. Das ist ja nun ein ganz anderes Genre, ne? Ja. Hast du Musical so richtig auch auf der Bühne mit allem, was dazugehört? Ja, doch. Also ich habe auch einige schöne Musicals gesungen. Ja, also allerdings in Shows. Also jetzt nicht die Stage-Entertainment-Geschichten, nicht fest in einem Ensemble, sondern ich war an einem kleinen Theater in Lübeck engagiert. Und da haben wir eben auch verschiedene Musical-Projekte gehabt. Das ist ja schon ein Knochenjob, ne? Wenn man Musical, da muss man spielen, da muss man tanzen und muss singen. Also mein Respekt an alle Musical-Darsteller, was ihr da abliefert, das ist schon wirklich harte Arbeit. Absolut, absolut. Muss ich auch sagen. Wie bist du, die Frage stelle ich immer ganz gerne, weil jeder hat da so seine ganz eigene Geschichte. Wie oder was hat dich dazu gebracht zu sagen, Mensch, nö, ich möchte meinen Lebensunterhalt versuchen mit Musik zu verdienen. Das ist mein Weg,
der mir irgendwie vorgegeben ist, diesen Weg möchte ich gehen. Gab es da irgendwie so ein Erlebnis, wo du sagst, das ist eigentlich maßgeblich schuld daran, dass ich diesen Weg gegangen bin oder dass ich mich dafür entschieden habe? Also für mich, wie ich eben schon sagte, das zog sich eigentlich immer wie so ein roter Faden durch mein Leben. Und ich habe, muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe auch versucht, was Bodenständiges zu machen. Ja, was denn? Ich war kurze Zeit in der Bank, in der Sparkasse und auch in der Gastronomie, aber das hat mir alles nicht die Erfüllung gebracht. Jetzt muss ich mal eben dazwischen fragen. Hast du gesagt, du wolltest was Seriöses machen? Ja. Bank, gut. Ja, ich merke es selber. Nein, Spaß beiseite. Aber es war halt immer so, dass mir doch immer was gefehlt hat. Und der Zug ging immer wieder zur Musik zurück. Und mein eigenes Gefühl hat mich dann auch immer wieder dahin gezogen. Und es gab dann einige glückliche Zufälle, muss ich heute sagen. Ja. Wodurch sich das dann auch ergeben hat, dass ich das heute beruflich machen darf. Das heißt, du hast alles andere, die ganzen Zelte abgebrochen, hast gesagt, okay, ich gehe den steinigen Weg und da machen wir uns nichts vor. Ich meine, ich kenne das aus meinem Leben auch. Es ist ein steiniger Weg und es ist sicherlich nicht leichter geworden in den letzten Jahren. Explizit der deutsche Schlager hat richtig einen auf die Mütze gekriegt. Warum auch immer, ich verstehe es nicht. Viele Kollegen, ich hatte neulich ein langes Gespräch mit einer tollen Kollegin, die du auch kennst, Gabi Baginski, die eben auch gesagt hat, und da hat sie recht, der deutsche Schlager und auch Volksmusik, das sind Musikrichtungen, die leben und die leben über so lange Zeit und irgendwo hat man so das Gefühl, man wird so ein bisschen ausgebremst in diesen Genres. Ja, es ist schon nicht einfach, das muss man ganz klar sagen. Man muss meiner Meinung nach wirklich das Herz dafür haben. Man muss dafür leben, man muss ganz, ganz viel Energie reinstecken und man muss ganz, ganz fest an sich glauben und natürlich Klinken putzen, wir müssen alle kämpfen. Und so wird man dann aber auch letztendlich irgendwann bekannt und so kann man es auch schaffen. Man darf sich halt die Illusion nicht machen, dass es ganz, ganz einfach geht von heute auf morgen. Ich mache das mal eben schnell, sondern es ist ein wirklich harter Beruf mit ganz vielen Höhen und Tiefen, aber der einem auch ganz, ganz viel schenkt, merke ich immer wieder. Jetzt gerade seit dem letzten Jahr ist es für mich wirklich ganz, ganz toll, was ich da alles erleben darf bei den Konzerten und durch die Unterstützung eben jetzt auch durch mein Plattenlabel und das Management. Es ist wunderschön und da merke ich, dass sich das lohnt, da wirklich zu kämpfen und dran zu bleiben. Gab es tolle Ereignisse, tolle irgendwelche Leute oder Stars, die du getroffen hast, wo du gedacht hast, so Mensch, das hätte ich nie gedacht, dass ich irgendwie mit der oder der Person mal auf der Bühne stehe, dass ich mir mit diesen Stars die Bühne teilen darf und wo man jetzt so merkt, okay, man ist Teil dessen? Also es ist letztes Jahr in der Tat passiert. Ich habe letztes Jahr eine Charity-Gala selber organisiert für International Children Health. Wo ich auch zugegen bin, ja. Genau. Und da habe ich einfach gesagt, Mensch, ich möchte gerne was für den guten Zweck tun und habe mal so ein bisschen herumtelefoniert und da kam sofort Tamme Hanken, der XXL aus Friese, den kennst du sicher auch, der kam sofort auf mich zu und sagt, Mensch, das unterstütze ich in jedem Fall. Und auch Harald Mark, der Fernsehschauspieler aus Notruf Hafenkante, der war auch sofort dabei. Also das sind dann schon so Ereignisse, wo ich sage, wow, klasse, tolle Sachen. Wo wir gerade beim Helfen sind und wo wir gerade bei Charity sind, ich finde, das ist ja auch immer schön, wenn man sieht, dass eben so Künstlerkollegen und auch Künstlerkollegen, wo man sagt, so wow, die kenne ich vielleicht aus meiner eigenen Jugend, dann wirklich auch immer gern dabei sind, irgendwie zu helfen, wenn es um Hilfe geht. Du sprachst nämlich eben International Children Help, ICH, an. Wir hatten neulich eine Sendung, da hatten wir den Hans-Peter auch am Apparat. Und wir alle sind ja aktiv in dieser Organisation. Dann erklär du doch vielleicht auch noch mal eben unseren Zuschauern, können wir das Thema kurz noch mal eben aufgreifen, was wir da beim International Children Help bei ICH tun. Also der International Children Help e.V. beschäftigt sich damit, eben Kindern auf der ganzen Welt, international, sowohl hier in Deutschland als auch eben im Ausland, Ghana, Tschernobyl und so weiter, zu helfen. Und die Hilfe, und das finde ich persönlich ganz besonders toll, kommt ganz, ganz schnell und ganz unbürokratisch eben auch da an, wo sie gebraucht wird. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, dieses Unbürokratische. Oftmals ist es ja so, dass viele Gelder eben auch in der Bürokratie versacken oder eben halt große Teile der Gelder eben dort verbraucht werden, was sehr schade ist. Und bei International Children Help ist es eben so, dass da eben nicht so ist, sondern dass eben die kompletten Summen da auch hingehen, wo sie hin sollen. Das ist uns ganz, ganz wichtig.
Genau so ist es. Also es ist sehr, sehr transparent und das gefällt mir unglaublich gut. Und das war eben auch mein Beweggrund zu sagen, dafür möchte ich mich auch engagieren. Ich möchte ein Teil dessen sein. Und das ist natürlich auch etwas, was wir als Künstler, finde ich, meiner Meinung nach ganz, ganz toll vertreten können. Denn wir haben die Möglichkeit, Leute anzusprechen und wir haben die Möglichkeit, auch unsere Stimmen zu nutzen, die wir auf der Bühne haben und zu sagen, Mensch, lass uns zusammen was organisieren. Ich kann singen, ich stehe auf der Bühne, ich organisiere das. Und die Eintrittsgelder und alle Künstlergagen und so weiter, also auf die Künstlergagen wurde verzichtet, beispielsweise bei meiner Gala. Und das geht dann einfach direkt dahin, wo es benötigt wird. Und das finde ich wichtig, dass wir sowas tun. Absolut, sehe ich ganz genauso. Tina, wir gehen nochmal zurück. Du hast dann eben gesagt, als wir bei deinem Werdegang waren, du hast dann bei einem Schlagercasting teilgenommen. Nun sind die Fernsehsendungen ja gerade, oder die Fernsehsender sind ja gerade gespickt mit Castingshows, die Sie alle kennen, liebe Zuschauer und Zuschauerinnen. Deutschland sucht den Superstar, X-Factor, was weiß ich, The Voice of Germany, was es da noch alles gibt. Zwei Fragen an dich. Du hast dich entschieden, den Weg über ein Casting zu gehen, hast dich also nicht gescheut, dich mit anderen Talenten messen zu lassen und hast offensichtlich da, dein Bestes gegeben, sonst wärst du jetzt nicht da, wo du bist. Ja, genau. Wenn heute ein junges Talent zu dir käme und fragen würde, Mensch, Tina, irgendwie, ich würde auch ganz gerne singen, würdest du dann empfehlen, an solchen Shows, ich gehe jetzt mal explizit auf die Fernsehshows, teilzunehmen, oder würdest du sagen, nein? Also, das ist natürlich ein schwieriges Thema. Natürlich ist es ganz, ganz wichtig, auch mutig zu sein und zu sagen, ich traue mich was. Nur, ich finde, man muss das von Grund auf solide aufbauen. Und ich bin eigentlich immer eher der Verfechter dessen, zu sagen, fang lieber klein an in deinem eigenen Dunstkreis. Guck erst mal, wie du dich auf der Bühne fühlst. Versuch mal bei diesen Open Mic Nights, die es ja in vielen Städten gibt, also die, wo man einfach auf die Bühne gehen darf und mal zeigen kann, was man so drauf hat, mal ein bisschen Bühnenluft zu schnuppern. Also ich finde es immer schwierig, sofort durchstarten zu müssen. Und zu wollen, also ganz, ganz berühmt zu werden von heute auf morgen. Denn wenn wir ehrlich sind, ist das ganz, ganz selten. Und in diesen Fernsehshows geht es natürlich auch um die Quoten, das muss man ganz ehrlich sagen. Und ja, es ist so ein schwieriges Ding. Also ich finde, guckt lieber entspannt und in Ruhe, ob das wirklich euer Beruf ist, ob ihr dazu wirklich Lust habt. Und geht vielleicht erstmal zu ganz kleinen Casting-Veranstaltungen, die es ja auch gibt. In fast allen Städten heutzutage gibt es ja auch die Möglichkeit, da mal reinzuschnuppern oder auch in Musikschulen auch mal auf der etwas kleineren Bühne zu stehen. Absolut richtig, gebe ich dir recht. Jeder muss natürlich seinen ganz eigenen individuellen Weg gehen. Da gibt es ja auch ganz, ganz verschiedene Geschichten, genau. Wie gewisse Leute oder auch Superstars, wo man plötzlich denkt, boah, die sind jetzt einfach so da. Aber auch die haben ja immer eine lange Geschichte vor sich. Also ich glaube, es ist im seltensten Falle so, dass jemand from Zero to Hero irgendwo an die Decke schießt, sondern hinter jedem Superstar steht auch eine Geschichte, stehen auch oftmals Kämpfe. Und genau, lange, lange Jahre harte Arbeit. Und ich finde auch, und da schließe ich mich deiner Meinung an, das ist eigentlich die gesundeste Art, irgendwo eine Karriere aufzubauen, weil man dann eben auch weiß, wie hart es manchmal sein kann. Was steht bei dir als nächstes an? Worüber können wir oder worauf können wir uns freuen? Also, ganz großes Thema bei mir ist natürlich meine neue Single, die jetzt am 28.03. veröffentlicht wird. Und die heißt Es werde Licht. Die habe ich jetzt gerade ganz frisch im Studio aufgenommen. Da freue ich mich besonders drauf. Es werde Licht, warum bist du, wie kamst du auf diese die Zeile? Also ich habe ihn nicht selber geschrieben, muss ich dazu sagen. Er wurde geschrieben von Antje Sommerfeld und Holger Quarz. Ja, sehr gute Bekannte, genau. Genau. Und ich durfte aber ein kleines bisschen in der Tat auch sagen, wo die Reise hingehen soll, vom Inhalt her. Und ich habe mir vorgestellt, ich möchte gerne einen ganz, ganz positiven Song haben, der gute Laune macht, den man im Radio auch aufdrehen möchte, wenn man Auto fährt und Spaß hat und tanzen möchte. Und Es werde Licht bedeutet oder hat so den Inhalt, jetzt blüht das ganze Leben wieder auf. Jetzt fangen auch ja draußen wieder an, alle Blumen zu blühen. Es kommt wieder Farbe ins Spiel.
Und das soll dieser Titel eben auch mit rüberbringen. Sie sehen schon, liebe Zuschauer, liebe Zuschauerin Tina Hertel, wenn ich das jetzt so aus deinen Worten entnehmen kann, du bist eine sehr feinfühlige Person. Ja, das stimmt. Ja, ich glaube, das braucht man als Künstler auch so ein bisschen, nicht so ganz so dickhäutig zu sein, sondern so ein bisschen mehr zu fühlen, als es vielleicht üblich ist, um eben die Schwingungen aufzunehmen, die wir brauchen, um die dann wieder in Texten, unseren Liedern und auf der Bühne eben zu verarbeiten und Ihnen, liebe Zuschauer, liebe Zuschauerinnen, eine gute Zeit zu bescheren. Wenn Sie wissen möchten, wo Tina Hertel Ihnen als nächstes eine gute Zeit bescheren wird, dann können Sie das auf Ihrer Homepage tun, www.tinahertel.de. Dort sind alle Termine und alle deine Aktionen auf jeden Fall nachzulesen. Genau, ja? Meine ganzen Termine auch. Nächste Woche beispielsweise auch bei der großen Leukin-Gala in Ostrauderfehn mit Michael Türnau als Moderator. Da bin ich beispielsweise dabei. Wollte ich eigentlich auch hin, wir können leider nicht. Schade, schade, schade. Ja. Sehr schade. Aber es werden andere Sachen kommen und da sehen wir uns dann auf jeden Fall. Ja, ich hoffe es. Tina, zum Schluss noch, Facebook-mäßig bist du auch aktiv, falls sich dort jemand direkt liken möchte, anschreiben möchte, da genau. Kann man Verbindung mit dir aufnehmen. Und da bist du auch wirklich gerne. Die dahinter steht und sicherlich auch für alle Fragen, weiteren Fragen offen. Genau. Sehr schön. Liebe Tina, ich danke dir von Herzen für dieses sehr, sehr angenehme Interview. Schick dir, wo bist du gerade, wo bist du zu Hause? Ich komme jetzt aus Osterholz-Scharmbeck. Ach ja, das ist ja da ganz... Da wohne ich. Genau, dann einen schönen Gruß dahin. In die Heimat sozusagen, ist ja nicht weit weg von uns entfernt. Ich bin aus Delmenhorst, genau. Paar Kilometer. Gut, Tina, vielen lieben Dank. Ja, danke und, dir auch. Und ein sonniges, Tag. Dir auch, ein schönes Wochenende wünsche ich dir. Wünsche ich dir auch. Vielen, vielen danke Dank. Danke dir, mach's gut, tschüss. Am Telefon darf ich begrüßen Peter Hubert von der Gruppe UKW. Vielleicht erinnern Sie sich an die 80er Jahre, die neue deutsche Welle. Peter, grüß dich. Hallo, na? Guten Tag. Wir sehen dich gerade hinten, wie du in den 80ern ausgesehen hast. So kenne ich dich noch aus dem Fernsehen, ja? Aha. Für mich war das, muss ich ganz ehrlich sagen, echt eine geile Zeit. Ne? Das war für mich, da war ich, keine Ahnung, wie alt war ich da? 15, 16, 17, irgendwie, das war so meine Sturm- und Drangzeit. Und für mich war die Neue Deutsche Welle natürlich eine ganz, ganz wichtige Musik. Bewegung, Ereignis, das war ja irgendwie was ganz Neues, was ihr da damals kreiert habt, ne? Naja, ja, natürlich. Der entscheidende Punkt war, dass es mal so eine Bewegung gab von deutscher Musik, deutschsprachiger Musik, die auch sehr viel Humor hatte und sehr viel Spaß vermittelt hat. Na, das ist ja, wenn man so ein bisschen die deutsche musikalische Historie nimmt, ja seltener der Fall. Wir neigen hier ja mehr zur Betroffenheit und zur Gedankenschwere und NDW war alles andere als das. Also deswegen ist das ja auch heute immer noch so ein Thema, weil die Leute irgendwie da einfach wunderbar feiern können. Das ist absolut richtig. Selbst wenn man heute, du nimmst das Thema mir gerade aus dem Munde, vielen Dank dafür, wenn man heute auf eine Party geht und es ist ja nun schon über 30 Jahre her, eigentlich darf man das gar nicht so laut sagen, das ist ja furchtbar, wie schnell die Zeit vergeht, oder? Alle werden älter, nur wir nicht. Ist irgendwie komisch, oder? Ich finde das sehr seltsam. Aber gut, dem ist so. Dann geht immer noch die Luzi ab. Ihr wart ja nun eine, oder wart ihr die Ersten, die da mit der Neuen Deutschen Welle am Start waren? Das kann ich eigentlich gar nicht mehr so rück... Nein, es war damals, es war ja, sagen wir mal so, eine Menge von unterschiedlicher auch Musik und Ansätzen und Ideen, die Bands und Einzelkünstler, die da damals unterwegs waren. Es war einfach der Trend oder der Zeitgeist so, dass man eben deutschsprachig in einer viel größeren Zahl gesungen hat, als es davor der Fall war, außer jetzt im Schlagerbereich. Mhm. Da gab es natürlich sehr, sehr unterschiedliche, auch musikalische Ausrichtungen. Und inhaltliche und da irgendjemand kam dann auf die Idee, diese sehr unterschiedlichen Acts und Bands irgendwie mit dem Stempel Neue Deutsche Welle zu versehen. Das ging ja von Spider Murphy Gang, die ja eigentlich eine Rock'n'Roll-Band war, bis zu den Fehlfarben, die ja eine Indie-Band waren. Kenn ich noch. Da wurde alles Neue Deutsche Welle genannt und wir waren so die Party- und Pop-Abteilung dazwischen. Also das gab es vorher schon und danach auch noch. Also im Grunde genommen hat man da, wie gesagt, einer Bewegung einen Stempel aufgedrückt, die doch nicht sehr homogen war. Du bist ja, und das kann man, glaube ich, ganz klar so sagen, ein Bestandteil der deutschen Musikgeschichte. Also ich sehe das wirklich so. Ja, du hast dort etwas mitgeschaffen mit dieser neuen deutschen Welle, die, glaube ich, in vielen, vielen Jahren immer noch
für sich stehen wird, für Humor stehen wird, für gute Laune stehen wird. So, da ist der Peter aus der Leitung geplumpst. Das liegt sicherlich an der Sonnenfinsternis, wie wir uns gerade verständigt haben. Ist die Sonne gerade verschwunden bei dir? Nein, bei uns war es strahlender Sonnenschein hier in Berlin und ich habe mir die Sonnenfinsternis auch angeguckt, also mit mehreren Brillen, übereinander. So, die ich aus dem 3D-Kino mitgenommen hatte, so ja. Aus Papier. Damit ging das. Also und dann war ich noch bei der Post und da draußen standen ein paar Leute, die hatten so ein Ding, wo was man benutzt, wenn man irgendwas schweißen muss. Und damit konnte man das auch super sehen. Also ich habe die richtig beobachten können. Sehr schön. Ich bin leider nicht dazu gekommen, aber egal. Ich habe eben noch, ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast, am Telefon gesagt. Und ich finde, dadurch das, was ihr damals geschaffen habt, du bist ja eigentlich ein Stück deutsche Musikgeschichte dadurch geworden. Mhm. Ja, ja? Das kann man so sehen, weil ich meine, wenn Sachen nach 30 Jahren, nach über 30 Jahren immer noch gemocht werden und vor allen Dingen es auch weitergegeben wird, also wir sehen das ja immer wieder, wenn wir auftreten, dass da auch 8, 9, 10-Jährige ja. sind, die ganzen Texte mit singen und Spaß dabei haben, muss es scheinbar so sein. Und das ist natürlich schon toll, wenn man nach so langer Zeit immer noch irgendwie nicht mit Eiern beworfen wird, sondern irgendwie mit Applaus bedacht. Das ist richtig. Das ist ja auch das, wonach wir uns sehnen, wovon wir, naja, nicht ausschließlich leben. Wir müssen alle irgendwie auch unser Geld verdienen. Aber natürlich ist es das schönste Geschenk, wenn wir auf der Bühne stehen und unseren Applaus dafür bekommen. Es ist ein tolles Gefühl, du hast es gerade schon gesagt, wenn man mit Musik auch Generationen verbinden kann. Ich finde, es gibt nicht viele Bands und Künstler und Musiker, die das schaffen. Es gibt so einige Ausnahmen und wie du gerade schon gesagt hast, ist die Neue Deutsche Welle und natürlich du, lieber Peter. Ich habe es ja selber erlebt. Wann war das? Letztes Jahr, ne? Wo wir uns, ja, oder ist es schon genau, zwei Jahre? War oder es gibt schon zwei. Jahr, richtig, genau. Ist im letztes Jahr, genau. Ja. Also es ist wirklich so, wenn du da mit den alten Hits auf der Bühne bist, die kann A, jeder mitsingen, der in unserem Alter ist, und aber auch die kleinen Menschen, die dann ganz schnell im Thema drinne sind. Aber dein Tätigkeitsfeld geht noch ein bisschen weiter. Produzierst du eigentlich auch für andere? Naja, ich bin in erster Linie, sagen wir mal, hauptberuflich Musikverleger. Ja. Na, ich kümmere mich um Urheberrechte, um die Auswertung von Urheberrechten. Das mache ich schon sehr, sehr lange. Das ist eigentlich nach der UKW-Zeit bin ich da reingerutscht. Ich war schon immer derjenige bei uns in der Band, der sich um alle geschäftlichen Dinge und auch um solche Dinge gekümmert hat. Und da ich ja fast alle Titel bei UKW geschrieben habe, ja. War das eigentlich auch ganz klar, dass ich mich mit dem Thema beschäftigt habe. Und so bin ich dann Musikverleger geworden. Und von Guten Morgen, Liebe Sorgen über Herzilein von den Wildecker Herzen. Ja. Bis zu Sasch als sehr, sehr erfolgreicher Dance-Act der 90er und Anfang 2000er Jahre, der ja weltweit sehr erfolgreich auch war, ist es das, was ich eigentlich so den Tag übertreibe und im Idealfall am Wochenende dann, speziell in der Sommerzeit und im Frühling bin ich dann auch noch auf Bühnen unterwegs, wenn man mir Geld dafür gibt und singe alte Lieder. Ja, daran sieht man, und das ist ein wesentlicher Teil oder ein wichtiger Teil, den du gerade sagst, viele junge Bands, viele junge Künstler, und ich spreche leider aus eigener Erfahrung auch, denken immer, Musiker sein, Popstar sein, Schlagerstar sein oder was auch immer, ist nur auf der Bühne stehen, Spaß haben, durchgezechte Nächte und irgendwo verwüstete Hotelzimmer. Ja? dass da aber noch ganz viel hinten dran hängt und das oftmals, und das passiert vielen jungen Künstlern und vielen jungen Bands leider heute auch immer noch, dass die einfach über Leisten gezogen werden, weil sie einfach den Blick hinter die Kulissen und eben auf diese geschäftlichen Sachen nicht so haben. Ja, ne, das war für mich von Anfang an irgendwie immer, da konnte ich das nicht begreifen, weil ich meine, in jedem anderen Beruf muss man sich ja genauso darum kümmern, dass man auch die geschäftliche Seite irgendwie, dass man da weiß, worum es geht. Und nur in der Unterhaltungsbranche neigen Menschen dazu zu sagen, das ist jetzt alles nicht so wichtig, da kümmere ich mich nicht drum, da habe ich keine Ahnung von, ach furchtbar, lass mich damit in Ruhe. Mhm. Und das ist immer das, was ich im Grunde auch jungen Künstlern predige, dass ich sage, Leute, kümmert euch darum, ihr müsst wissen, weil ihr wollt damit Geld verdienen, also müsst ihr auch diesen Bereich euch wirklich intensiv mit beschäftigen. Und mit denen ich zusammenarbeite, sage ich immer, wenn ihr Fragen habt, fragt mich. Es gibt keine dummen Fragen, es gibt Richtig. Nur dumme Antworten. Ne, aber ihr müsst alles wissen und fragt mich, es gibt nichts zu verheimlichen. Ne, also das ist eine ganz wichtige Voraussetzung für jemanden, der in der Musikbranche, aber auch sonst in der Unterhaltungsbranche irgendwie Fuß fassen will und irgendwie vor allen Dingen auch Geld damit verdienen, ja. Der muss sich verdammt nochmal auch um diesen Bereich kümmern. Ne? Und Geld verdienen,
sprichst es gerade an. Es wird ja, ich meine, allgemein befinden wir uns in Zeiten, wo es nicht mehr ganz so easy ist, irgendwo die Butter sich aufs Brot zu streichen, ohne dass ich jetzt schwarz malen will. Aber wir müssen alle die Ärmel ein bisschen höher krempeln als vielleicht sonst. Und gerade die Musikbranche hat ja aufgrund des Internets und der ganzen Downloading-Geschichten oder Streaming-Geschichten hat ja ziemlich einen auf die Mütze gekriegt. Das Business, ich war sehr überrascht, hat sich doch in den letzten Jahren sehr, sehr verändert. Ja, wenn du heute, wenn jemand zu dir kommen würde und sagen würde, Mensch, Peter, ich bin ja irgendwie 18, 19 Jahre alt und ich möchte mit Musik mein Geld verdienen, ich bin ein toller Sänger. Nun hast du ja einige Tipps schon eben gesagt und hast gesagt, Mensch, immer die Augen ganz weit offen halten, die Ohren ganz weit offen halten, sich auch eben um das Geschäftliche kümmern und nicht nur um das Künstlerische. Gibt es sonst noch irgendwelche Tipps, wo du sagst, okay, was du auf dem Weg mitgeben kannst an all die Leute, die davon träumen? Naja, was natürlich ein ganz wichtiger Punkt dabei ist, ist Hartnäckigkeit. Ja. Der entscheidende Faktor letztendlich immer, auch in früheren Zeiten schon. Ich meine, natürlich haben sich die Dinge verändert, ne? Aber die Grundsätzlichkeit ist geblieben, dass man im Grunde genommen der Einzige ist, der im Grunde genommen sein eigenes, sich selber oder sein eigenes Produkt, nennen wir es jetzt mal so, wirklich in die Welt hinaustragen kann. Ja. Weil es hat keiner auf irgendjemand gewartet. Musik gibt es in Massen, Künstler gibt es in Massen. Also der Einzige, der wirklich der Welt da draußen klar machen kann, dass er was Besonderes ist und das, was er macht, auch hörenswert und interessant ist, kann nur der Künstler an sich selber sein. Ja, und das setzt eine unglaubliche Hartnäckigkeit voraus, die man haben muss, und dass man sich eben auch nicht von Rückschlägen irgendwie frustrieren lässt und so weiter. Das ist eine ganz, ganz wichtige Voraussetzung. Klar kann man auch Glück haben, dass das sehr schnell geht, aber ich meine, auch ich habe damals Jahre in irgendwelchen Bands Dinge probiert und so weiter, aber habe schon damals im Vergleich zu vielen anderen einfach gesagt, das ist mein Ding, das ziehe ich durch. Und ich kenne viele Kollegen, die musikalisch, also von den Fähigkeiten am Instrument, weitaus besser waren als ich. Ja. Ich habe ja damals auch Gitarre gespielt, ja, war aber nie ein besonders guter Gitarrist. Und dann haben sie gesagt, gut, du kannst nicht Gitarre spielen, dann sing wenigstens mal. Ja. So nach dem Motto in der Band. Ne? Für mich war aber immer klar, ich ziehe dieses eine Ding durch. Darauf konzentriere ich mich und das mache ich. Und da waren viele andere, die haben in den 5 verschiedenen Bands gespielt und immer sonst wie viele Projekte gehabt. Ja. Und das war für mich von Anfang an klar, so funktioniert das nicht. Und das ist eigentlich ein ganz, ganz wichtiger Punkt heute mehr denn je, weil eben auch durch diese ganzen technischen Veränderungen natürlich es jedenfalls auch einerseits einfacher geworden ist, sich selbst zu vermarkten, ja, das ist die eine Seite, aber andererseits natürlich auch das, was man heute mit Tonträgern und so weiter verdienen kann, sich im Vergleich zu früheren Zeiten natürlich schon negativ verändert hat. Ne? Absolut. Ich meine, zu unserer Zeit musste man als Beispiel nur mal für eine Single, wenn man eine goldene haben wollte, 500.000 Singles verkaufen. Überlege dir das mal, gell? Und heute sind es, glaube ich, heute sind es 100.000. Ja. 150.000. Es ist halt schon 150.000 Single, dann kriegt man in Deutschland eine goldene Schallplatte. Damals waren es 500.000. Also da sieht man, wie im Grunde genommen die ganzen Umsätze in diesem Bereich zurückgegangen sind. Ja. Aber man kann nach wie vor, wenn man gut ist, live mit Live-Geld verdienen, ja, und eben auch für 150.000 Singles kann man schon eine Menge Geld mitmachen. Du sprachst gerade, Peter, von Auf und Abs und von Sonnenseiten und von Schattenseiten in diesem Geschäft. Ich frage jetzt auch aus eigenem Interesse. Du kennst ja auch meine Historie damals mit der Band und dann den großen Breakdown mit vielen, vielen Schulden, der ja auch nicht unwesentlich war, 6-stellige D-Mark-Beträge. Mhm. Aber auch ich bin so ein Mensch, der sagt, so, ich möchte das durchziehen, ich möchte dabei bleiben, ich möchte einfach daran festhalten und meinen Weg weitergehen. Hattest du mal Momente, wo du gesagt hast, so, boah, hätte ich bloß mal was Anständiges gelernt? Ja, wenn ich irgendwo, aber das mir im Spaß, wenn, ne, auch so mit Kollegen, wenn wir irgendwo Auftritte haben, die ja nun auch nicht immer, sagen wir mal, optimal sind. Ja. Ne? Gibt es manchmal, ne, wo man dann sagt, okay, das kannst du jetzt aus deiner Vita streichen. Ne, also da gibt es so Augenblicke, wo ich aber das mehr im Humor sage. Für mich gab es im Grunde genommen nie den Augenblick, wo ich mal wirklich gesagt habe, auch wenn Dinge mal nicht so gut liefen oder mal so eine Phase war, gerade nachdem das mit UKW vorbei war, wie wir uns aufgelöst haben, da hat man natürlich schon so einen Hänger, ne, dass ich gesagt habe, nee, du musst jetzt irgendwas, einen vernünftigen Job oder was anderes machen. Ne, so. Nee, das war nie der Punkt. Und ich meine, so bin ich ja auch im Grunde daran gegangen. Ich habe kurz vorm Abitur mit der Schule aufgehört. Okay. Und habe gesagt, ich werde
Musiker, wo meine Eltern natürlich ins Essen gefallen sind. Ja, meine auch. Vor Schreck. Und ich habe das durchgezogen. Ne? Also das ist, deswegen gab es für mich nie so eine Situation, wo ich mal gesagt habe, jetzt ist alles vorbei. Ja, ich glaube auch, man darf eben nicht zweifeln. Aber es ist, glaube ich, egal, was man macht im Leben. Man darf nicht zweifeln, man muss dranbleiben, man muss vor allen Dingen ganz geradeaus sein und man darf zwar nach links und rechts gucken, aber muss immer schauen, das ist mein Weg, da will ich hin. Also mit anderen Worten, das Ziel eben nicht aus den Augen verlieren. Naja, natürlich, der Punkt ist natürlich auch, wenn man es mal realistisch sieht, unser Leben ist nicht so wahnsinnig lang. Und so wahnsinnig viel Zeit, die eigenen Träume zu verwirklichen, hat man natürlich nicht. Ne? Klar ist das Leben bequemer, auf eine gewisse Art und Weise, wenn man sagt, okay, ich suche mir einen Job, wo ich fest dabei bin, obwohl das sehe ich ja bei vielen Bekannten. Das ist nur auch nicht immer irgendwie erfreulich, aber gerade für jüngere Menschen, wann sollen sie ihre Ideen und Träume verwirklichen, als wenn sie nicht jung sind und sagen, so, jetzt probiere ich es und ziehe es durch. Manche lassen es dann irgendwann, aber können für sich auf jeden Fall immer mal sagen, ich habe es probiert. Ne? Absolut frustrierend finde ich, wenn man es nie probiert hat, ne? Und auch viel zu schnell dann aufgibt. Ne? Also das gut, aber da ist jeder anders gestrickt. Ne? Ich kann das nur jetzt natürlich für mich sagen, ja. Und ich bereue keine Sekunde und auch letztendlich keinen Tag mit all den Niederlagen und allem, was dabei war. Also da, was da, jetzt so da, meine Vergangenheit betrifft, ich bin ja nun schon wirklich ein paar Jahre älter, auch ein paar Jahre älter als du. Ne? Also deswegen, das ist alles wunderbar. Aber da kann ich dir nur recht geben. Neulich habe ich gerade auch eine schöne SMS dazu gekriegt, einen tollen Spruch von einem guten Freund. Danke nochmal an dieser Stelle. Der schrieb, wer heute aufgibt, weiß nicht, ob er morgen eventuell gewonnen hätte. Ja, genau. Ganz, ganz wichtig. Und ich habe dich ja nun auch privat erlebt und ich habe dich auf der Bühne erlebt. Und du bist auch so einer, du gehst da hoch und dann weiß man einfach, dass du dahin gehörst. Du hast die Leute sofort, du bist auch ein Mensch, der, so ist meine Erfahrung oder das, was ich feststellen konnte, dass du ganz schnell auch Brücken aufbauen kannst zu den Leuten, ne? Naja, ich meine, das ist doch aber ganz klar, ich gehe da nur hoch, weil ich Spaß habe. Ja, das merkt man, ja. Ist der Punkt. Das ist mein Antrieb. Ich mache das, weil ich Spaß habe. Wenn ich da keinen Spaß mehr dran hätte und sagen würde, oh, du machst nur wenig Geldes, merken die Leute das. Ja. Also ich glaube, da kann man nicht schauspielern. Ne? Oder also manche können es, aber ich könnte das nicht. Also das heißt, das ist ein wichtiger Punkt, dass ich da einfach sehr großen Spaß dran habe und mich jedes Mal freue, dass ich nach so langer Zeit immer noch auf die Bühne gehen darf und dieses Zeug von damals singen und mit all dem. Und für mich ist das einfach auch eine große Freude und ich tobe mich ja da auch noch immer mit meinem fortgeschrittenen Alter aus, nehme das auch noch als sportlichen Event sozusagen, je nach Größe der Bühne und ich glaube, das kommt einfach rüber. Wir sehen dich gerade im Bild hier, sportliches Event mit Gitarre und so sieht er heute aus, liebe Zuschauer, ja, der gute Peter. Du sagst gerade, ich singe das Zeug von damals. Irgendwie jetzt nochmal, machst du auch neue Sachen? Ich habe, ich trage mich gerade mit dem Gedanken, nur endlich mal all das, was ich in den ganzen letzten 20 Jahren so aufgenommen habe, nun endlich mal wieder in geballter Form. Da gab es ja immer zwischendurch mal Singles, die ich gemacht habe. Ja. Eigentlich nie unter meinem direkt eigenen Namen, Peter Hubert, sondern immer unter meinem Künstlernamen, den ich mir da jetzt zugelegt habe. All das will ich jetzt mal in geballter Form vielleicht rausbringen, nur das wird wahrscheinlich mehr als ein Doppelalbum. Also der Gedanke, der ist jetzt, nimmt langsam Form an. Ja, weil es ist und dann werde ich das alles rausbringen, egal jetzt wie es ist und wie alt es vielleicht auch jetzt klingen mag oder anders es klingen mag, also und so. Aber ich denke, mein Gott, was soll's? Mach's, bring's raus und gut ist. Ja, es sind ja auch alles so Stationen. Also ich merke das an mir auch. Ich habe da ein kleines, nicht tolles, aber kleines Tonstudio, wo ich halt immer probiere und mache und tue. Und das ist ja schon wie so eine Reise durch sein eigenes Leben. Und man erkennt, wenn man das, also so ging es mir. Ich habe mich irgendwann mal hingesetzt und habe so das ganze Zeug der letzten 7 Jahre mal mir angehört. Und dann kann man schon irgendwo ganz schön erkennen, okay, das war gerade so eine Lebensphase und da warst du gerade nicht gut drauf, da warst du gerade super gut drauf, da warst du gerade ganz frisch verliebt. Das ist ja schon ein ganz großer Teil von einem selbst und das finde ich immer schön an uns Künstlern, die wir uns eben damit selbst verwirklichen können und unsere Geschichte so ein bisschen raustragen können, finde ich das schon eine ganz tolle Sache. Mhm, ja.
genau. Und deswegen ist es bei mir jetzt so, dass ich sage, okay, weil ich da auch immer sehr, sehr kritisch bin und sehr viel überlege, ja, ist das jetzt okay, kannst du es machen, ja, ist es gut. Also ich bin da sehr selbstkritisch. Und aber jetzt ist es einfach so, dass ich sage, mein Gott, du gehst jetzt auf die 60 zu. Bitte? Also das ist auch ein guter Zeitpunkt, mal all das Ganze, diese ganzen Titel, die du da jetzt im Laufe der Jahre angesammelt hast, einfach mal zu veröffentlichen. Und dann sehen wir, was der Rest der Welt dazu sagt. Peter, wir sehen uns auch bald wieder, hatten wir vorhin schon am Telefon festgestellt. Das war am 9.5. auf einer ganz tollen Veranstaltung. Da müssen wir jetzt einfach mal drauf eingehen, weil ich finde es super. In Bad Münder wird die sein, eine Gala des Deutschen Roten Kreuzes. Da geht es darum, Kindern zu helfen. Ich hatte eben mit der Tina Hertel gesprochen, die auch sagt, Mensch, wir Künstler, wir haben natürlich Spaß auf der Bühne und wir haben ein tolles Leben, wir erleben viel auf unseren Reisen, auf den verschiedenen Stationen, die wir so durchlaufen. Wir lernen tolle Leute, tolle Kollegen kennen auf den Bühnen. Aber wir haben eben auch einen ganz großen Vorteil, dass man uns zuhört. Mhm. Und ich finde, und ich weiß, dass du auch ein solcher Mensch bist, der sagt, wenn ich eben diese Position habe, dann muss ich sie oder sollte man sie auch nutzen, wenn es darum geht, anderen Leuten zu helfen. Ja, natürlich, absolut. Also da, wo die Möglichkeit besteht und wenn ich gefragt werde, bin ich eigentlich immer dabei, wenn es diese Möglichkeit gibt, also bei Charity oder solchen Veranstaltungen wie jetzt vom Roten Kreuz. Das ist ja, ich habe da jetzt, glaube ich, schon das zweite oder dritte Mal mitgemacht. Wenn Sie mich fragen, bin ich sofort dabei, weil ich meine, dieses Privileg, was man selber hat, dass es einem gut geht, dass man im Grunde genommen das machen konnte, was man sich irgendwann mal in jungen Jahren in den Kopf gesetzt hat, dass man gesund ist. All diese Dinge sind ein unheimliches Privileg und da bin ich mir drüber im Klaren, dass man da auch sehr viel Glück gehabt hat im Leben, weil das gehört ja auch dazu, dass man da auf jeden Fall einen ganz kleinen Teil, den man dazu beitragen kann, auf jeden Fall den auch dann zu leisten, ganz einfach. Ne? Ganz klarer Fall, das ist eine Verpflichtung für mich. Ich sehe das genauso, Peter. Ich freue mich auf jeden Fall schon riesig, dass wir beide das ein oder andere Bierchen zusammen trinken. Genau, dann darf ich auch wieder. Jetzt ist noch Fastenzeit bei mir. Sehr gut, ja, aber dann ist die hoffentlich vorbei. Ostern. Erfahrungsgemäß immer ein tolles Event. Liebe Zuschauer, liebe Zuschauerinnen, wenn Sie noch nichts vorhaben und aus der Nähe irgendwo Bad Münder oder Umgebung kommen, auch wenn Sie weiter weg wohnen. Peter, und ich glaube, das können wir an dieser Stelle ganz klar sagen, da ist immer eine Riesenstimmung. Das macht immer einen Riesenspaß. Das sind tolle Leute, auch der Lale, der uns beide ja im Prinzip auch zueinander geführt hat, wofür ich ihm sehr dankbar bin, weil du bist echt ein toller Mensch. Ebenfalls. Danke. Genau. Kommen Sie dahin, seien Sie dabei. Ich hoffe, dass das Wetter mitspielt am 9.5. Sollte es klappen. Dass es nicht pieselt. Wir werden einfach eine Riesenparty machen, wir werden Riesenspaß haben. Wie gesagt, du bist mit dabei, Touché ist mit dabei, ich weiß gar nicht, wer noch alles mit dabei. Caro, das Helene Fischer-Double, meine bessere Hälfte ist mit dabei, also Helene Fischers Greatest Hits werden auf jeden Fall auch auf der Bühne zu hören und zu sehen sein. Es wird ein buntes Programm, wir werden uns einen bunten Abend machen und wir würden uns freuen, wenn natürlich so viel wie möglich Leute dahin kommen. Genau, und diesen guten Zweck unterstützen. Ganz genau. Ganz einfach. Peter, mein Lieber, ganz liebe Grüße vielen Dank nach Berlin. Ja, und in den richtigen Süden, in die Sonne. Genau. Ja, also dann. Wir sehen uns im Mai wieder. Genau. Und viele Grüße.